Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 15, Tag 32. Guten Morgen und guten Morgen, ihr wunderbaren Menschen der neuen himmlischen Rasse. Mein Freund, erlebt ein Christ immer alles, was Jesus ihm gegeben hat? Nein. Ein Christ erlebt nur das, was er glaubt, dass Jesus es ihm gegeben hat. Um es zu glauben, muss man es erst einmal wissen. Erlebt ein Christ immer das, zu dem Gott ihn gemacht hat? Nein. Ein Christ erlebt nur das, wovon er glaubt, zu dem Gott ihn gemacht hat. Wenn du nicht glaubst, wer du bist, wirst du es nicht erleben. Viele Menschen wissen nicht, wer sie sind und was ihnen gehört. Das ist eine sehr bedauerliche Sache. Zumindest hast du jetzt, nachdem du mich angehört hast, nicht mehr die Ausrede, dass du es nicht wusstest. Du weißt, wenn du in Christus bist, bist du Teil einer ganz neuen und himmlischen Rasse. Du bist ein Teil des zweiten Adams. Du bist genau wie Jesus, als er auf dieser Erde wandelte. Der Unterschied ist, dass du noch nicht den verherrlichten Leib hast, weil du noch nicht gestorben bist. Aber du hast die gleiche Autorität, du hast die gleiche Kraft, da gibt es keinen Unterschied. Erinnere dich. Der letzte Adam war ein lebensspendender Geist und er hat dir dieses Leben gegeben. Aber nur du entscheidest, wie viel von diesem Leben du erlebst. Wenn du nach all deinen natürlichen Begierden lebst, so wie der erste Adam lebte, dann wirst du genau das erleben. Sagt die Bibel nicht ganz klar, so lehrte es der Apostel Paulus den Römern, dass du dir aussuchen musst, wem du die Glieder deines Leibes zum Werkzeug gibst. Das ist ganz allein deine Entscheidung. Wenn du dich also dafür entscheidest, wirklich zu glauben, zu wem Jesus als letzter Adam dich gemacht hat, wenn du das wirklich in deinem Herzen ergreifst, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, das steht in der Bibel, also glaube ich, dass es die absolute Wahrheit ist. So denkst du, so glaubst du, so sprichst du, so handelst du. Dann wirst du dieses neue himmlische Leben erfahren. Schau, wie klar es ist. Vers 48. Der vom Himmel Gesandte hat eine Rasse von himmlischen Menschen, die genau so sind wie er. Weißt du, was das Traurige daran ist? Obwohl er diese Rasse bereits hat, verhält sich ein großer Teil dieser Rasse nicht wie er. Ein großer Teil dieser Rasse glaubt nicht einmal, dass sie so sind wie er. Ein großer Teil dieser Rasse sieht sich selbst als schwache Menschen, als Teil des ersten Adams. Die darf warten, eines Tages in den Himmel zu kommen. Weißt du, was das Traurige daran sein wird? Wenn der Tag endlich gekommen ist und sie in den Himmel gekommen sind, wenn sie endlich in die Augen Jesus schauen, werden sie zu ihm sagen, Jesus, warum hast du so wenig für uns getan, während wir auf der Erde lebten? Unser Leben war erbärmlich, unser Leben war so hart. Wir haben so wenig erlebt, wir haben so viel gebetet und dich immer wieder gebeten, zu tun und zu geben, zu tun und zu geben. Jesus wird in die Augen dieser Menschen schauen und sagen, ich habe sogar in die Bibel geschrieben, dass ich euch zu einem perfekten, brandneuen Menschen gemacht habe, der dem letzten Adam gleicht. Aber ihr habt euer ganzes christliches Leben lang geglaubt, dass ihr immer noch ein Teil des ersten Adams seid. Mit dem Unterschied, dass ihr eines Tages, wenn das Leben vorbei ist, hierher kommen könnt, wo ich im Himmel bin.
Ich bin mir so, so, so sicher, dass Millionen und Abermillionen von Christen so etwas erleben werden. Es ist, als wäre man ein Millionär, dem nie gesagt wurde, dass er ein Millionär ist, also bleibt das Geld auf der Bank. Oder wie ein Millionär, dem gesagt wird, dass geerbte Millionen auf sein Bankkonto überwiesen wurden, der das aber nicht glaubt und deshalb nie hingeht, um sie zu holen. Bitte sei nicht einer von diesen Menschen. Gehöre zu den Menschen, die sagen, ich bin eine neue Schöpfung, geschaffen nach dem letzten Adam. Ich bin genau wie er. So steht es in der Bibel. Deshalb werde ich lernen, wie er zu denken und wie er zu handeln. Und du wirst das Übernatürliche sehen. Bis morgen.